Ja, und somit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dirt Rally. Wir sind in der Gruppe B, in den Allradwagen, kann man sagen. Ich habe einmal den Lancia Delta S4, war der, hieß er. Soll, glaube ich, eigentlich ganz gut sein. Habe ich mir sagen lassen. Lancia Delta S4, ja, habe ich doch richtig gesagt. So, wir starten hier. Wir haben eigentlich noch relativ viel Asphalt, also würde ich mal sagen, wir machen keine Testfahrt. Wir starten direkt. Hier sieht man schon. Alter, der hat einfach nur eine Scheibe drin. Okay. Oha. Er hat sogar einen Turbolader. Der zieht ab. Oh, okay. Interessant. Jetzt kann es wirklich interessant werden. Oh. Ich glaube, so langsam brauche ich auch die Handbremse ein bisschen. Alter, der zieht halt schon so langsam dann ab. Und da bin ich mal gespannt, wie die Gegner dann fahren, wie die Zeiten da sind. Ich fahre noch ein bisschen vorsichtig. Oh je, das kann auch was werden. Aber er hört sich halt schon hammergeil an. Ja, mit den Bremsen ist auch so. Ich habe jetzt noch nicht die Handbremse benutzt, aber man muss halt schon, ouch, relativ weit im Voraus bremsen. So, 6,5 Sekunden geht eigentlich noch. Wie gesagt, erstmal so ein bisschen reinkommen. Weiß nicht, ob dafür die Strecken eigentlich gut sind. Wie gesagt, die sind da an vielen Stellen etwas eng. Ein paar Schrammen müssen wir halt wohl mitnehmen. Oh, Achtung. So. Aber so an sich eigentlich schon richtig gut zum Fahren. Merkt man auch so ein bisschen den Unterschied. Also jetzt noch nicht so richtig, aber ich denke, später dann durch das 4x4 Antrieb beziehungsweise Allrad ist das schon ein ganz anderes Handling. Anstatt Vorderantrieb oder Heckantrieb. Es sollte halt noch ein bisschen auf der Strecke bleiben. Das ist gerade die größte Herausforderung. Vor allem, er hat so den Anschein, dass er wegrutscht, dann packt er es noch und erst dann rutscht er weg. Auch ein bisschen seltsam. So, und die 1 hat sich angefühlt wie die 3 gerade eben. Oh, zu viel Gas gegeben. Was war das gerade? Ich glaube, ich hätte wirklich eine Testfahrt machen müssen. So, 6,6. 21 Sekunden. Oh, nein, ich habe gerade geschaut, ob ich einen grünen Balken habe oder nicht. Abgelenkt von den Anzeigen des Spiels. Alter, aber die Beschleunigung ist halt schon mal richtig geil. Also ist jetzt wohl nichts Besonderes an sich, aber so an sich halt im Gegensatz zu den anderen Autos. Und man merkt halt, ich bremse viel zu spät. Aber ich habe immer Schiss, wenn ich zu früh bremse, dass ich dann richtig viel zu früh bremse. Und dann zu langsam durch die Kurven fahre. So ein paar Schrammen schon mal. Damit er hier als benutzt zählt. Platz 4, aber richtig gut. Ja, okay, wir haben auch unter 30 Sekunden. Ja, das erste Rennen war doch schon mal, also es war jetzt nicht so perfekt, aber an sich nicht schlecht. So, da bin ich mal gespannt. Okay, jetzt noch nicht so ganz. Ich denke, die Strecke wird relativ gleich wie die erste. Gespannt bin ich dann erstmal so richtig, wenn gerade das kommt mit dem viel Eis und Schnee. Das wäre interessant. Das heißt, wenn hier eigentlich auch nichts groß passiert, sollten wir, glaube ich, auch gar nicht so viel Schaden haben am Auto. Was eigentlich ganz gut ist, aber ja, die Schlimmstrecken kommen dann erst bei 3 oder 4. Je nachdem. So, hier mal. Ich weiß nicht. Wenn ich so schnell auf eine Kurve zufahre und dann bremse, dann habe ich das Gefühl, wenn ich dann reinlenke, dass er ein bisschen stärker lenkt und dann wieder ein bisschen schwächer. Dass irgendwie, wie gesagt, als würde ich wieder ein bisschen weggehen
vom Stick. Also. Die Kehre sagt mir jetzt gerade aber auch nichts. 10 Sekunden. Ja, okay, für das, dass ich jetzt nicht so viel drauf geachtet habe. Eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ja, in vielen Kurven kann man wohl noch einiges an Zeit verbessern. So, jetzt bin ich da mal gespannt. Im zweiten Split, wie ich da abschneiden werde. Aber es fühlt sich auch noch nicht so flüssig an, finde ich. Also, rein von der Fahrweise her. Es fühlt sich wirklich so hakelig an. Also, die Karre an sich ganz cool und so, ganz okay. Aber meine Fahrweise, wie gesagt, ich bin dann zu schnell und dann bin ich wieder zu langsam. Und da kriege ich keine Routine rein. So, oh, Achtung, hier die Mauer schon wieder. Richtig knapp. So, ja, natürlich aufholen tut man nix. Aber 8,5 Sekunden. Mehr wie von Split 1. Oh, hier ist das Ace. Nein! Ach, come on! Das war jetzt wirklich mies und unrealistisch. Das kannst du nicht sein. Ja, toll. 88% total Schaden. Auch ganz gut. Platz 16. Ja. Oh, ich hätte hier auf Restart drücken können. So, was passiert jetzt? Ich kriege jetzt auch noch Minus. Das gibt's doch nicht. Ja, dann starten wir gleich nochmal ein neuer Versuch. Das Spiel geht auch direkt weiter. Ja, wobei die ersten zwei Strecken, mit der Ausnahme von der letzten Aktion, war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber jetzt werden wir, denke ich mal, die Karre eher besser kennenlernen. Weil es hier ja eher, ich weiß nicht, auf Asphalt ist jetzt bei vielen Wagen jetzt nicht so besonders. Deshalb bin ich hier mal gespannt, weil es hier ein bisschen auch rutscht und so, ein bisschen driften kann. Da bin ich mal gespannt. Hier fühle ich mich mit dem Auto auch fast schon ein bisschen heimischer, finde ich. Wobei ich eigentlich jetzt noch ein bisschen Respekt habe. Da gesehen, wie schnell es passieren kann. Selbst auf Asphalt. Ja, und auch hier. Na, guck mal, jetzt hängt er wieder hier irgendwo. Das gibt's doch nicht. Aber hey, wenn man da hier mal einmal ein bisschen Gas gibt und es geradeaus geht, was für ein Move, dann muss man hier richtig aufpassen, weil der so viel Power hat und so schnell dann ist. Und das kommt nochmal zwei Klassen drüber. Das wird interessant. Hier mal ein kurzer Stopp. Eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich. Ich meine, okay, 15 Sekunden, aber normalerweise mache ich manchmal so. Nein! Voll dagegen, gell? Ja, jetzt habe ich schön Minus gemacht. Aber wie gesagt, die 15 am Anfang, die waren jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Was? Der wird kaputt gefahren. Oha. Okay. Ja, das kann man schon mal vergessen. Wir machen nochmal einen Neustart. Ach so, das kostet ein bisschen Kohle. Aber nur der Bonus ist jetzt egal. Das war unsere kleine Testfahrt. Aber wie schnell der kaputt gegangen ist. An sich ging richtig fix. Aber ich meine, ja klar. Er beschleunigt relativ schnell. Dann bist du auf einer Geschwindigkeit. Und dann knallt man wohl dagegen. Das geht schon dann ganz schön aufs Auto. Ich denke auch teilweise sind echt, wenn so Rallye-Fahrer einen Unfall haben, die können ja meistens nicht weiterfahren. Also rein nur mal vom Auto her gesehen. Und okay, wenn er jetzt irgendwo in ein weitläufiges Feld reinfährt, okay, aber jetzt hier in einem Wald oder so, wenn hier einer weggeht, ich meine, da werden die nicht weiterfahren können in echt. Deshalb in einer gewissen Weise ist es auch realistisch. Oh, guck mal.
wie gut meine Zeit sogar ist. 2,5 Sekunden und wieder hier. Immer. Ja. Oh. Gerade noch irgendwie ein, zwei Bäumen ausgewichen, bis ich zurücksetzen konnte. Ich hätte auch Start drücken können, ne? Es gibt dann, glaube ich, ein bisschen mehr Minuszeit, Pluszeit. Aber es wäre nicht so schlimm gewesen. Das war eine 3. Nein, eigentlich nicht. So, aber jetzt, jetzt hatte ich so eine schöne Zeit. Und durch das Zurücksetzen weiß ich jetzt gar nicht, wie es eigentlich aussieht. So, da schauen wir dann mal. Der zweite Split müsste ja dann so langsam vorbei sein. Ja, guck mal, jetzt sind wir jetzt schon über 20 Sekunden. Was hat der eine gekostet? 13, glaube ich, oder so. Ja, aber 13 haben wir im Split 2 alleine 10 Sekunden gemacht, ohne das Zurücksetzen. An Minus, also haben wir es auch ein bisschen verschlechtert. Aber 26 Sekunden, Split 2 hält sich noch in Grenzen. Und so wie ich wieder rumfahre, wie mit einem Boxauto fast. Also würde ich in die Rallye gehen, dann bräuchte ich auch so einen komischen Gummiring, wie bei den Boxautos. Wäre eigentlich ganz gut und ganz schlau. So, das war jetzt auch nicht 6. Auch ein bisschen übel. Also manchmal liebe ich diese Rillen. Also meistens hasse ich sie, weil ich hängen bleibe. Aber jetzt war es ganz gut, weil sie mich in der Spur gehalten haben. Das war eigentlich ganz cool. So, 5 zu 1. Okay. 36, wieder 10 Sekunden. Wenn wir diesem Trend folgen, sind wir im Ziel mit 46 plus. Ja, vor diese komische Strecke eigentlich noch ganz okay. Ah, wieder hier zu weit an der Rille. So, Achtung, eine. Eine 3. So, wow, wow, wow. Okay. Einen Moment. Das war auch ein bisschen blöd. Irgendwie komisch blöd weggerutscht. Ich weiß eigentlich gar nicht genau weshalb, aber irgendwie. Ja. War eine Banane auf der Fahrbahn. Ah, zu wenig Handbremse. Das soll es mal geben. Dass ich die wirklich zu wenig einsetze. Sonst schmeiße ich sie an und dann war es zu viel. So. Schön dreckig. Die Werbung kann man kaum mehr lesen. Aber naja, Platz Nummer 5. Alter, in Italien haben wir besser angefangen. Aber vielleicht kommen wir nochmal nach Italien. Kann ja sein. Wer weiß.